Thema. Mein erster Gast ist die Amalia. Sie ist Bäuerin aus dem Waldviertel und sucht einen Mann. Hier ist die Amalia. Grüß dich, Amalia. Grüß dich. Amalia, du suchst einen Mann. Ja. Ja. Sag uns einmal, wie soll denn dein zukünftiger ausschauen? Das ist mir völlig egal. Ein Herz muss er haben. Und 1,80 Meter, der große, aha, schwarze, hohe, breite Schultern, Brustbehaarung und schlank sollte er sein. Und weil ich sehe ja immer nur die inneren Werte. Ach so, ja. Einen großen Bahnhof sollte er haben und einen großen Traktor und einen schönen Mercedes. Mhm. Weil der Charakter, der ist mir sehr wichtig. Und dass ich es nicht vergieße, Nichtraucher sollte er sein. Und Antialkoholiker, weil saufen tue ich selber. Die Zenti aus der Steiermark hat ganz genaue Vorstellungen von ihrem Traummann. Bitte, hier ist die Zenti. Grüß dich. Hallo. Servus, Zenti. Zenti, wie soll dein Traummann ausschauen? Und vor allem, was soll er alles haben? Große Eier, so ein große Eier. Weil wer große Eier hat, hat noch größere Hände. Und der ist es so gern. Ach so. Und was soll er sonst noch haben? Grind. Grind? Grind. Wo soll er Grind haben? Überall. Also heißt das jetzt, er soll überall grindig sein? Soll er sich nicht waschen oder was? Nein, Gründe. Ach so. Sonst vielleicht noch etwas? Moos. Moos? Geld. Ach so. Zenti, du hast mir ja vorhin erzählt, du bist sehr tierliebend. Ja. Was ist dein Lieblingstier? Das Backhändel. Jetzt kommt der Gottfried zu mir. Schauen wir mal, wie euch der Gottfried gefällt und vor allem, was er zu euch sagt. Bitte, hier ist Gottfried. Gottfried, wie gefallen dir die Damen? Damen? Naja, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ui. Das sind mir keine Damen, nicht? Mach die Hosen dir und zu, weil er letztes Jahr so viel gestohlen wird. Hast Grind? Grind? Gründe. Gründe, natürlich habe ich Gründe. Erstens haben sie einen sehr starken Damenbart und zweitens... Gründe, Wiesen, Wälder, Äcker. Zeig her deine Brusthaare! Also, jetzt tut mir aber der Gottfried schon leid, ja? Meine Damen, also... Na, weil bei mir zählt ja nur der Charakter! Ach so. Viel Charakter hast du aber nicht! Also... Hast wenigstens einen Klanggarten? Wo bin ich da hineingeraten? Traktor, Mercedes, Geld. Oder hast du große Eier? Große Eier? Na, die Zenti meint, wer große Eier hat, der hat auch große Händeln, Gottfried. Warum gerade Händeln? Können die nicht große Hunde haben? Naja, die Zenti meint ja Hühnereier, Gottfried. Ach so. Du, jetzt sag einmal ganz ehrlich, wären das keine Frauen für dich? Na. Weißt du, die Ärzte sagen nämlich, dass Sex gut gegen Krebs ist. Gibt's da keine alternativen Methoden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na, wo sind jetzt die Traktoren und die BMWs? Was ist mit Mercedes? Mercedes, Geld, das hätte ich selber alles gern. Darum möchte ich ja heiraten. Wer nichts ist und wer nichts hat, der wird nicht geheiratet. Also, ich sehe schon,
ich sehe schon, das wird nichts mit euch drei, ja? Es wird allerhöchste Zeit, dass ich meinen nächsten Gast hereinbitte. Sie ist eine wahre Schönheit, wie sie im Bilderbuche steht. Und ja, sie wird auch sehr gut zum Gottfried passen. Ihr wisst ja, ich bin eine passionierte Kupplerin, ja? Allerdings bei ihr, da habe ich ein bisschen ein Problem, weil sie hat nämlich schon Lebensgefährten. Tja, und zwar gleich 7. Bitte, hier ist sie. Geht mal gleich in den Wald und macht die Arbeit im Wald und ich hole euch dann wieder. Auf Wiedersehen, 3 von meinen Zwergen. So, und ihr sagt mir, wer bin ich? Schneewittchen! Na eben, einige im Team haben nämlich gesagt, ich würde ausschauen wie die böse Stiefmutter. Die suchen sich jetzt einen neuen Job. Gut, Scherz am Rande, wenn ich mal nicht mehr da bin, machst du meinen, okay? Kein Problem, wenn es dir mal ausfällt, gern. War die Jedlersdorfer Faschingsgilde, großen Applaus, die erste österreichische Eventgruppe mit Angelina, mit Robert, mit Karl und mit Zenzi. Quasi, also hallo. Ja, Karl Zenzi. Angelina, als Barbara hast du dich super gemacht. Also, das ist der Vergleich toll. Wie bist du zum Fasching, also zur Gilde gekommen? Ja, zur Gilde bin ich gekommen durch einen Herrn, durch einen gewichtigen Mann, der da im Hintergrund von dir sitzt. Und der hat vor 3 Jahren gesagt, du Angelina, bitte hilf mir, spring mal ein, es ist mir ausgefallen. Tja, und ich habe gesagt, Karl, für dich tue ich fast alles. Und bin eingesprungen. Du bist Unternehmerin hauptberuflich, genau. Hast aber nebenbei so das Schauspielen erlernt, hast sogar die Prüfung gemacht von der Paritätischen Kommission. Ja. Das heißt, man kann dich rund um und um einsetzen, wann immer man will. Ja, jederzeit gerne. Ich bin noch nebenbei Unternehmerin, das heißt, ich möchte es an und für sich bleiben, nur ich kann leider von der Schauspielerei und Sängerei noch nicht leben. Das ist also ein bisschen ein Leitfehler und deswegen habe ich noch ein Geschäft nebenbei. Aber du genießt den Fasching, du genießt die Proberei, unter anderem auch mit dem Karl, der die Lizenz hier abgegeben hat. Was ich schon immer gerne Männer gefragt habe und die witzigsten Antworten bekomme, ist, wie fühlt man sich als Mann in einem Damenkostüm? Mit Busen und Hintern und Stöcken. Also das Schlapfen an, ja, Kartoffeln. Ganz toll. Ganz toll. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich mache das schon, ich bin wieder Liedersänger. Ich mache schon Musik seit 30 Jahren. Das heißt, die Bühne ist dein Leben? Ja, ich singe also verschiedene Sachen mit Horst Gmeller, mit Walter Heider, Christel Prager und so weiter. Und auch Evergreens mit den Bambis habe ich gesungen und so weiter. Super. Und du bist dazu gekommen, weil du ganz besonders frech warst. Ja, ich bin immer ein frecher Kerl. Ja, ich bin ein lustiger, frecher Kerl und so weiter. Und dann hast du dich mal hingesetzt, als Frau verkleidet und hast so lange gewartet, bis man dich genommen hat? Na, das weniger. Nein, ich habe schon ohne Frauenrollen auch gespielt. Also nicht nur Frauen, ohne Frauenrollen. Ohne Frauenrollen. Meine Lieben, ich darf euch einen Krapfen anbieten. Oh, danke schön. Ja? Und genießt ihn einmal. Es beißt ab. Ja, danke, gerne. Ja? Ihr könnt euch das jetzt leisten, weil ihr werdet euch jetzt dann gleich hinten sparen. Und ihr gebt eine Ruhe. Nein, die dürfen nichts essen. So. Wir machen das später. Nein. Du isst nur. Iss ihn, beiß rein. Und ich gehe zum lieben Karl Pfeiffer, der nicht nur Regie geführt hat, der sogar das Buch dazu geschrieben hat. Hast du das geschrieben, weil es so viele Singles in Österreich gibt?